Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich diesen ekelhaften Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus! Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Haha, Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Okay. Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein, bitte keine Würmer. Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Hurra, Hubba Bubba, ich mag es. Wunderbar. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Sie sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Oh. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das? Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen? Iss deine Pizza. Okay, das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist meine Chance, die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rad der Strafe drehen müssen.
Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist. Hurra, der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha. Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummi-Augen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt. Ich beneide sich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummi-Augen köstlich sein wird. Wow. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Jule, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht Tränen an mir. Die arme Mila, es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich, da sind Oktopusse. Sie sind klebrig. Wie findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Hui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt. Was für eine Abscheulichkeit. Jule, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair. Bon Appetit. Entscheiden wir uns mit Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen. Oh ja, ich mag Pommes frei sehr. Magst du Kakerlaken? Du bekommst sie unbedingt. Juli, du weißt, dass Schummeln nicht gut ist. Bringe das Rad wieder so an, wie es war. Sonst sollst du zum Rad der Strafe greifen. Also gut. Hier sind meine Pommes frei. Es gibt so viele von ihnen. Und sie riechen so lecker. Ich kann kaum erwarten, sie zu essen. Juli, du bist an der Reihe, das Rad zu drehen. Stimmt, ich hoffe, es wird nicht auch noch lecker. Hauptsache, es schmeckt gut, es schmeckt gut. Nein, alles außer Knoblauch. Es stinkt so sehr. Seltsam, aus irgendeinem Grund gibt es keinen Knoblauch hier. Dann brauche ich nichts mehr zu essen. Schaue genauer hin. Irgendwoher kommt wirklich ein Geruch. Warum hat man dieses Zeug auf mich gehängt? Ekelhaft. Okay, zuerst muss ich den Knoblauch schälen. Ich habe sogar eine spezielle Box dafür. Zuerst soll ich alle Knoblauchzehen hineinlegen. Und in 2 Sekunden verwandelt sich der Knoblauch in geschälten Knoblauch. Fertig. Und es kann ein wirklich hübsches Muster auf einer Pizza ergeben. Wie ein Herz. Großartige Idee. Und ich werde Kartoffeln verwenden, um mein Gefühl zu teilen. Freude. Das heißt, ein süßes Smile-Gesicht zu zeichnen. Ein Smile ist viel besser als dein Herz. Naja, du hast es mir gerade nachgemacht. Nichts kann mehr Knoblauchherz besiegen. Jetzt musst du das Herz essen. Wie soll ich es essen? Das Herz ist so schön.
Du bist immer nachlässig. Zeit für das Bestrafungsrad. Mann, ich habe überhaupt kein Glück. Ich muss nicht nur Knoblauchpizza essen, sondern auch einen Smoothie im Mixer zubereiten. Wir haben einen Mixer, du hast also großes Glück. Ich frage mich sogar, was dabei herauskommen wird. Etwas sehr Böses, denke ich. Das werden wir gleich schauen. Los! Wenn ich ausbreche, ist Mila schuldig. Und diese Art von Mischen würde mich definitiv zum Kotzen bringen. Ja, ja, das sieht wirklich eklig aus. Es ist wie ein Mülleimer in meinem Mund. Mit diesem Duft werde ich nicht lange durchhalten. Igitt, aber das bedeutet nicht, dass ich es riechen muss. Halt mich fest, ich falle runter. Oh nein, Knoblauch hat sogar Mila vernichtet. Was für ein Horror. Ich bin hier, mir geht es gut. Wow, die Pommes landeten sogar in meinem Gesicht. Das war cool. Hier. Was haben wir da bekommen? Ach du meine Güte, das ist ja eine Bombe. Die sieht wohl kaputt aus. Ach so, die ist essbar. Boah, wie lecker. Ein wahrlich explosiver Geschmack. Das ist unmöglich. Einfach genial. Ich würde sie auch gerne probieren. Wow, bist du schon fertig? Noch ein letztes Liter ist geblieben. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Stoppuhr gegessen habe. Voll lecker. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt von da. Das ist ja eine echte Bombe. Was sollen wir jetzt tun? Was ist hier los? Hallöchen. Ihr braucht hier Hilfe? Ich werde euch helfen können. Das war's, jetzt seid ihr in Sicherheit. Was ist das denn? Ich frage mich, ob das explodieren wird. Ich muss mich wohl beeilen. Weiß jemand, wie das geht? Oh, der Timer ist noch schneller geworden. Ich muss gehen. Mach's gut. Oh, die fliegt ja hoch. Was sollen wir jetzt mit der Bombe machen? Keine Panik, ich habe einen Plan. Wie soll das helfen? Das Huhn vielleicht? Sicher nicht. Und das hier? Nein, pack das weg. Bist du langweilig? Okay, ich hab's gefunden. Das sollte definitiv funktionieren. Jetzt muss ich den richtigen Draht finden. Bitte, 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 hoffentlich klappt das. Bitte, Mary. Es hat geklappt. Nein, die Zeit läuft noch schneller. Du meine Güte. Oh Mann, ich bin voller Schokolade. Ich auch. Wer von uns schafft mehr Schokolade? Das werden wir sehen. Noch eine und noch eine. Unentschieden. Das war großartig. Na dann, fangen wir mal an. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ein neues iPhone. Ich habe auch eins. Haben wir etwa die gleichen Geschenke? Keine Ahnung. Wir müssen es überprüfen. Oh, das fühlt sich so toll an. Und die ganzen Apps. So funktionieren die nicht. Ach so, das ist ja ein Schokoladen-iPhone. Sowas habe ich noch nie probiert. Wow, wenn du ein Schokoladen-iPhone hast, habe ich ein echtes. Super. Zeit, ein paar Selfies zu machen. Voll die coole Idee. Lächeln. Du ruinierst mein Foto. So ist besser. Na, warte. Meine Rache wird grausam sein. Oh, meine Güte. Oh nein, mein iPhone. Das geschieht dir recht. Du hast mich erschreckt. Ups. Oh, wo war nochmal mein Schokoladen-iPhone? Oh nein, mein neues iPhone ist kaputt gegangen. Es war niegelnagelneu. Ah, ich habe eine Idee. Mary, was willst du? Lass uns Handys tauschen.
Ja, wieso auch nicht? Oh nein! Dein iPhone ist doch kaputt. Du hast mich reingelegt. Ist mein Schokoladen-iPhone? Gib es zurück. Oh Mann, es ist nur ein kleines Stückchen geblieben. Ein Schokoladenaufladegerät? Ich bezweifle, dass das hilft, okay. Aber es ist einen Versuch wert. Wow, jetzt kann ich dieses iPhone endlos essen. Wow, Mary, da hast du ja Glück gehabt. Beneide mich schweigend. Wie lecker. Vielleicht kann ich mein iPhone ja auch aufladen. Es ist einen Versuch wert. Hast du eine Frisur? Du meine Güte. Ich will Erste sein. Wow. Wahnsinn, meine Lieblingskinderüberraschungen. Ich habe auch welche, ganze sechs Stück. Was, du auch? Aber wer von uns hat Schokolade und wer hat echte Eier? Oh ja, ich habe Schokolade. Dann fange ich mal gleich an. Schokolade, der Wahnsinn. Da sind M&M's Bonbons drin. Doppelt so lecker. Wow, sowas will ich auch haben. Ja, ich habe ja meine eigenen Kinderüberraschungen. Da war ein echtes Ei drin. Wie eklig. Ha, geschieht dir recht. Das ist voll unfair. Ich hoffe, das nächste Ei wird nicht so sein. Jetzt habe ich Angst. Nein, da war auch ein Eigelb drin. Ich hasse es. Sieht ja furchtbar aus. Ich mag die Runde. Schließlich sind die Kinderüberraschungen das Beste auf der Welt. Die sind selbst aus Schokolade. Und drinnen warten auch noch Überraschungen auf dich. Oh, kleine Schokokugeln. Liebe ich. Ich will auch eine Kinderüberraschung haben. Chelsea, gib mir was. Nein, ich gebe dir nichts. Das gehört mir. Chelsea, du bist voll gierig. Was soll ich tun? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde Chelsea austricksen. Vielleicht versteht sie dann, dass man mit Freunden teilen muss. Was nehme ich mir als nächstes? Das hier. Oh nee. Wieso schmeckt das so eklig? Hat sie nicht gefallen? Ah, du steckst da dahinter. Jetzt wart's mal ab. Oh, mein Gesicht. Dein Prank ist nach hinten losgegangen. Boah, wie eklig. Du musst alle deine Kinderüberraschungen aufessen. Nicht das. Okay, das sind ja schließlich die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Einen Moment. Was hast du vor? Ich nehme mir ein Ei. Ups. Ich nehme mir ein Ei, schlage es in die Pfanne auf. Und daraus mache ich jetzt Spiegeleier. Das sieht köstlich aus. Kann ich was probieren? Nein, die sind für mich. Wie auch immer. Ein gefährlicher Kochtrick. Wow, das fliegt hier hoch. Na, warte. Oh, steht dir gut. Oh Mann. Ich werde nie wieder kochen. Ich fange an. Wow, das ist ja ein McDonald's-Set. Super. Oh, ich habe genau dasselbe. Ich probiere meins zuerst. Die Cola löscht perfekt meinen Durst. Hä, was ist denn da passiert? Ach so, ich habe eine Schokoladen-Cola. Ich liebe Schokolade. Wow, voll cool. Da sind ja M&M's drin. Cool. Wahnsinn! Das ist die perfekte Kombination. Ich will auch sowas haben. Yeah. Probieren wir mal.
klatschnass. No! Na, hat dir deine Cola-Dusche gefallen? Daran ist nichts lustig. Ups. Wie schade, dass du deine Cola nicht mehr hast. Die Pommes sind ja auch aus Schokolade. Ist ja cool. Sowas hat noch nie jemand probiert. Ich will gleich alles aufessen. Köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Selbst die Packung ist essbar. Ist das dein Ernst? Du verarschst mich doch. Die ist nicht essbar. Mann, jetzt bin ich ganz ohne Pommes und ohne Cola. Reg dich nicht auf. Hier hast du was. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich köstlich. Hallo zusammen. Wir starten endlich mit der Challenge. Und ich hatte gleich Pech. Ich habe nur eine Packung Kaugummi bekommen. Und ich habe noch viel mehr. Ich habe auch viel. Alex, da hast du wirklich Pech gehabt. Aber du kannst deinen Kaugummi als erster essen. Zumindest habe ich etwas Schönes. Ich mag Hubba Bubba, besonders den Bubblegum-Geschmack. Hey, was machst du? Awesome! Come on! Du bekommst den Kaugummi und ich muss den Müll aufsammeln. Nimm das. Aua. Komm schon, fluche nicht. Schaue die Blase an, die ich gleich aufblase. Awesome! Wusstest du, dass du mit einer Blase spielen kannst? Aber man muss schon ein echter Meister sein, um das zu schaffen. Wow, das ist wirklich cool. Alex, du machst das toll. Hey. Okay. Aber jetzt bin ich an der Reihe, Kaugummi zu kauen. Zuerst entferne ich die Verpackungen. Ich kenne sogar einen Trick, der mir wirklich helfen kann. Wow, cool! Und jetzt ist es die Zeit, sie zu essen. Lippenabsaugung aktiviert. Oh, wow! Jetzt seht ihr, was eine wirklich große Blase ist. Ich kann nicht zulassen, dass sie eine Blase aufbläst, die größer als meine ist. Oh, no! Oh, was hast du getan? Mein Gott, du hast nicht nur meine Blase zum Platzen gebracht, sondern auch meine Augenbrauen verschwinden lassen. Wie werde ich weiterleben? Du klebst sie wieder an. Okay, ich bin nur ein bisschen in Panik. Alles gut. Mila, dann bist du dran. Endlich! Um die Verpackungen loszuwerden, habe ich eine spezielle Maschine vorbereitet. Awesome! Sehr praktisch. Und jetzt kann ich einzeln essen. Seid ihr bereit, eine wirklich große Blase zu sehen? Dann los geht's! Mila, hör auf, es ist zu groß. Was sollen wir jetzt tun? Wie kann man sie auf den Boden zurückholen? Ich habe eine Idee. Wir müssen die Blase mit einer Schleuder zum Platzen bringen. Alex, schieß. Warum ich? Denn sonst fliegt Mila ins All. Beeile dich. Rum, ich muss alles selbst machen. Vita, gute Arbeit. Du hast getroffen. Ich dachte schon, ich müsste mich mit den Vögeln anfreunden. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Oh no! Na bitte, ich habe nur einen Granatapfel. Und ich habe 10. Es gibt nicht mehr als bei mir. Naja, sieh dir meinen Stapel an. Mein schmeckt besser. Mila, du isst zuerst. Okay. Juhu, ich mag Granatapfel sehr gerne. Schaut nur euch an, wie appetitlich die Kerne darin aussehen. Sie sind allerdings nicht sehr bequem zu essen. Aber ich habe immer eine Pinzette für diese kleinen Leckerbissen dabei. Lecker, praktisch und man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Es ist besser, wenn ich die Kerne auf einen Teller lege und sie dann alle auf einmal esse. Ja, so schmeckt es viel besser. Genau 100 Kerne. Das ist wirklich cool. Das bedeutet, dass es 100-mal besser schmecken wird als vorher. Auch wenn ich nur einen Granatapfel gegessen habe, bin ich sehr zufrieden. Alex, du bist dran. Okay.
Ich soll zuerst an das Leckerste herankommen. Einen Granatapfel zu schneiden ist zu einfach. Aber ihn aufzureißen... Oh! Wie furchtbar. Alex sieht jetzt wie ein Verrückter aus. Ein Verrückter zu sein ist nicht schmackhaft. Aber einen Granatapfel zu essen ist unglaublich. Alex hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist nicht so. Ich esse nur einen leckeren Granatapfel. Das ist alles. Vita, eigentlich kannst du auch schon anfangen. Wirklich, es ist an der Zeit, dass ich meinen Haufen auch esse. Mila, ich brauche ein Messer. Hier, bitte. Awesome! Einfach Granatäpfel zu essen ist langweilig. Aber aus ihnen leckeren Saft zu machen, macht mehr als nur Spaß. Seht mal, ich habe eine Saftpresse. Wow, was für eine große Maschine. Ein großer Entsafter plus eine Menge Granatäpfel ergibt eine Menge köstlichen Granatapfelsaft. Seht ihn euch an. Er fleht mich geradezu an, ihn zu trinken. Ha, hat es gut geschmeckt? Sehr gut. Vita, du hast jetzt Saft sogar auf dem Gesicht. Das ist kein Problem. Ich kann ihn leicht und einfach loswerden. Na bitte, ich habe nur eine Dose Cola. Ich habe noch mehr. Schaut, wie viele Colas Mila hat. Ja, ja, seht mal, ich habe einen ganzen Turm von Cola-Dosen. Aber ich trinke trotzdem zuerst. Wenigstens habe ich in mancher Hinsicht Glück. Cola schmeckt immer gut. Es bringt auch danach den Magen immer zum Reden. Ich habe eine tolle Idee, wie ich alle meine Dosen Cola auf einmal trinken kann. Ich öffne sie und dann brauche ich einen speziellen Strohhalm, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist eine gute Idee. Cola ist eben doch so gut. Aua, als würde jemand drinnen darum betteln, nach draußen zu gehen. Das ist ein mächtiges Gebrüll. Was hast du gedacht? Ich bin schließlich ein Junge. Und ich mag Pepsi lieber. Und ich habe eine Dose bekommen. Wie cool. Wozu? Es wird alles fallen. Na und? Lass es fallen. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr nach dem Gipfel greifen. Ich wette, ich kann alle Dosen Cola auf einmal trinken. Komm schon, wir glauben an dir. Hey, wirf nur nicht Müll nach uns. Ganz genau, das sind Dosen. Es tut weh. Entschuldigung, ich kann einfach nicht aufhören. Mila, was ist mit dir passiert? Hast du deinen Bauch gesehen? Ja, es sind nur die Gase. Ah, rette dich, wer kann. Dies ist ein Notfall. Oh Gott. Oh, Mila, keine Cola mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr trinken.